Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ob ihr nun Verbrenner fahrt oder Elektroautos, eines haben wir doch alle gemeinsam: irgendwann müssen wir an die Tankstelle oder an die Ladesäule. Und genau das soll in Zukunft möglicherweise nicht mehr nötig sein. Denn nach dem P-Car-Konzept sollen Autos vielleicht künftig die Energie über Neutrino-Energie aus der Umgebung holen. Was dahinter steckt und was die Lehrbuchphysik dazu meint, darüber habe ich heute zum einen ein Interview geführt mit dem Gründer von Neutrino Energy, Holger Thorsten Schubart, und andererseits gesprochen mit meinem Freund, dem Physikprofessor Gerd Ganteföhr von der Uni Konstanz. Wir haben auch schon mal über Neutrinos und die daraus zu gewinnende Energie in einem früheren Video mal gesprochen, das ich euch gerne hier verlinke. Aufgrund dieses Videos hat der Schubart Kontakt mit mir aufgenommen und mich gebeten, das Ganze nochmal ausführlicher erläutern zu können. Und ich hoffe, es ist in eurem Sinne, dass ich das gemacht habe. Und deswegen bin ich jetzt per Skype mit ihm verbunden. Hallo, Herr Schubart. Hallo, Herr Böcklein. Bei den Physikern kommen Sie irgendwie nicht gut weg. Was sagen Sie zu den Vorbehalten der Physiker? Naja, ich würde mal sagen, wenn Sie den Meteorologen fragen, wie er aus dem Hochtiefdruckgebiet Strom erzeugen soll, dann würde er den Kopf schütteln. Und so ein bisschen ist das mit den Astrophysikern zum Thema Neutrino. Das heißt, hier wird das Neutrino als Elementarteilchen definiert, was auch richtig ist. Wenn wir von Neutrino sprechen, dann sprechen wir von einem Trademark, das heißt von einer eingetragenen juristischen Marke. Also Neutrino-Energie ist nicht sichtbare Strahlenenergie, auch aus Neutrinos und anderen, alles was wir an elektromagnetischen Wellen haben, Elektrosmog, Wärmedifferenzen, alles was da ist. Ganz entscheidend ist natürlich, Neutrino-Energie fängt keine Neutrinos ein. Okay. Das, was passiert ist, das heißt, die Neutrinos gehen ja durch, und ein kleiner Teil der kinetischen Energie, also ein Teil dieser Bewegungsenergie, der verbleibt in einer Mikrovibration. Das heißt, es gibt einen sogenannten Rückstoß am Atomkern. Und dieser Rückstoß, der ist mittlerweile auch nachgewiesen. Und wir reden insbesondere nicht über die High-Energy-Neutrinos, sondern eher über die Low-Energy-Neutrinos. Das heißt, aus dem Bereich der nicht sichtbaren Strahlung, Elementarteilchen, haben wir einen tatsächlichen Effekt. Die Frage wäre praktisch, wie weit sind sie wirklich? Also ich habe verstanden, es geht nicht nur um Neutrinos, vielleicht gibt es ja noch andere Teilchen, und es gibt eine kinetische Energie in diesem Mini-Bereich, die man nutzen kann. Das scheint mir einleuchtend. Die Frage ist jetzt, reicht das, um was Sinnvolles damit anzufangen, und wie weit sind sie auf diesem Weg? Also das reicht natürlich. Wir wissen, dass teilweise bis zu 19,4 Watt pro Quadratmeter pro Sekunde Energieleistung kommen. Aber jetzt ist die Frage, wir wollen ja nicht ein Neutrino-Kraftwerk auf der grünen Wiese nach dem herkömmlichen Stand aufbauen, sondern wir wollen Energie immer und überall da, wo sie benutzt wird, in der kleinen Menge aus der Umgebung einsammeln, dass sie ausreichend ist, das Elektrogerät unmittelbar zu betreiben. Dazu brauchten wir einen Konverter, also einen Wandler. Das Windrad wird durch den Wind angetrieben, bei uns wird durch die kinetische Energie das Graphen, das ist ein zweidimensionales Kohlenstoff, ein sehr spezielles Material, das im Nanobereich ist. Dieses Material kommt in Mikrovibration. Das flattert. Müssen Sie sich vorstellen, wie so ein flatterndes Band. Mhm. Und das zwischen zwei Siliziumplättchen gepresst wird, bildet das konvexe und konkave Täler aus. Und durch diesen Impuls, jeweils auf der oberen und auf der unteren Schicht, das ist ein sogenanntes Graphen-Sandwich, das haben wir patentiert, durch dieses Graphen-Sandwich fängt im Silizium die Elektronen an, sich zu bewegen. Und das ist Gleichstrom in ganz, ganz geringen Mengen. Der Vorteil, wir können immer und unmittelbar uns aus der Umgebung erreichende Energie in elektrischen Gleichstromwandel. Mhm. Das ist das Konzept. Also das Konzept habe ich verstanden. Und Sie haben gerade gesagt, Sie haben also für dieses Material ein Patent. Das geschieht schon, wahrscheinlich in einem relativ niedrigen Spannungsbereich. Ist das eine riesige Fläche, damit auch genügend Neutrinos da in Wechselwirkung geraten? Oder? Also ich möchte es mal mit einem Vergleich machen von der Photovoltaik. Mhm. Die Photovoltaik ist ja eine wirklich bahnbrechende Erfindung, wo wir die Energiemenge aus der Oberfläche nehmen. Das ist leider begrenzt. Wenn wir kein Licht haben, haben wir keine Leistung. Bei der Neutrinozelle haben wir den Vorteil, dass die Strahlung ja durchgeht.
Das heißt, wir haben nicht nur eine Schicht, wir können eine zweite, eine dritte, eine fünfte und eine zehnte machen. Die Neutrinozelle ist eine dreidimensionale Energiezelle, die alles, was uns umgibt, in Mikrovibration umsetzt. Und in einem solchen dreidimensionalen Körper, also einen sogenannten Cube oder ein Modul, was aus diesen feinen Membranen aufgebaut wird, findet die Mikrovibration in jedem Winkel statt. Das heißt, egal wie Sie den Würfel drehen, weil dieser Strahlungsbereich kommt überall her. Das heißt, Sie haben diese Schwingungen, Sie müssen nicht zum Licht ausgerichtet sein. Dieser Cube funktioniert auch da, wo nichts anderes an Strahlung mehr ankommt. Wir haben das getestet bis 200 Meter tief im Gotthard. Wie viel Watt oder wie viel haben Sie bisher dadurch gewinnen können? Okay, also das, was wir können zurzeit, das haben wir auch, das auch ganz wichtig juristisch manifestieren lassen, ist eine Ausbeute von 3,6 Watt pro Quadratmeter bei 22,73 Grad Raumtemperatur. Ich war jetzt vor 4 Wochen in Schweden, wir haben es auch mal getestet bei unter minus 20 Grad. Da ist weniger Leistung da. Das liegt auch daran, dass das Material spröde wird. Wir haben das getestet. Wenn es sehr warm ist, sehr heiß, dann ist mehr Leistung da. Ich denke, wir werden in der Lage sein, von Jahr zu Jahr den Wirkungsgrad einer solchen quantenmechanischen Einrichtung zu erhöhen. Aber wir sind heute eben in der Lage, damit kleine Elektrogeräte schon zu betreiben. Und das ist, glaube ich, ein hervorragender Start. Und darauf bauen wir jetzt in Zukunft auf. Gibt es irgendwo dieses Gerät, was tatsächlich ein Smartphone versorgen kann mit Energie? Nein, es gibt nicht das Gerät, sondern was es gibt, ist, dass wir diesen Wandler haben. Der Wandler ist ein mehrschichtiges Substrat, aufgedampft auf zum Beispiel eine Aluminiumfolie. Aus diesen Folien erzeugen wir diese Energiezelle. Diese Zelle können Sie schneiden, können Sie einen Stapel bauen. Und das haben wir gezeigt in mehreren Versuchsaufbauten. Wir gehen jetzt daran, dass wir funktionale Muster bauen für die Industrie. Wir selber als Neutrino Energy Group werden nie der Produzent sein, sondern wir werden immer nur der Ideengeber sein. Das, was man in einem heutigen Haushalt braucht, egal was es ist, Fernseher, Kühlschrank und so weiter, die Energie, die da ist, würde völlig ausreichen, völlig autonom alle Ihre Haushaltsgeräte damit zu versorgen. Ich glaube, man braucht halt ein bisschen Fantasie, um sich vorzustellen, dass dieser Quadratmeter in einer bestimmten Dicke sich irgendwie mal so einschrumpft, dass man auch wirklich das dann in ein Handy reinbringt. Aber gut, das ist dann halt Zukunft. Nein, wir sind ja in der Lage, das Handy heute schon mit der Ausbeute, die wir haben, zu betreiben. Ja, aber Sie brauchen dafür ziemlich viel von diesem Material. Nein, überhaupt nicht. Das heißt, um ein Handy zu betreiben, reicht die Hülle dieses Handys völlig aus. Wenn wir einen Quadratmeter für 3,6 Watt hätten, dann können wir diesen Quadratmeter ganz einfach zusammenfalten. Wir reden von Folien, die unter 0,1 Millimeter stark sind. Und am Ende ist das so ein, ich sag mal, wie Ihre Batterie. Soweit mal der erste Teil unseres Gesprächs. Und ich gehe jetzt mal rüber zu meinem Freund Gerd Ganteföhr und frage ihn mal ein bisschen nach dem, was wir da eben besprochen haben. Herzlich willkommen, Gerd Ganteföhr. Jetzt haben wir ja gehört, dass der Schubert gesagt hat, es handelt sich eigentlich um Missverständnis, weil Neutrino ist eigentlich ein Markenname. Also er meint damit nicht nur die Neutrino Energie, sondern im Grunde macht er sich die Mikrovibrationen von Elementarteilchen im Allgemeinen zunutze. Er beschreibt, dass eine Energie von 19,4 Watt pro Quadratmeter in diesen kleinsten Teilchen überall verfügbar seien. Was sagst du dazu? Ja, das ist so eine diffuse Aussage. Also ich als Physiker bin ich es gewöhnt, dass man mir konkret sagt, was ist der Neutrinofluss von der Sonne? Und da kann man abschätzen, weil man da hat man genaue Vorstellungen, was passiert. Das kommt vielleicht auf eine Energie von ja, ein paar Prozent der Sonnenenergie, also oder des Sonnenenergieflusses, vielleicht 10 Watt pro Quadratmeter. Jetzt gibt es noch andere Elementarteilchen, speziell auch andere Neutrinos, wie zum Beispiel kosmische Neutrinos, die vielleicht übrig geblieben sind vom Urknall. Das sind ganz niederenergetische Neutrinos, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie auch nur ein Watt oder sowas pro Quadratmeter machen. Und dann gibt es natürlich noch Neutrino-Blitze von Supernova-Explosionen, die kommen aber nur alle 100 Jahre mal vorbeigeschossen. Und welche anderen Elementarteilchen das noch sein können? Es gibt Myonen, wir sind einem Myonenfluss ausgesetzt aus den Bereichen der oberen Atmosphäre, aber das sind alles sehr, sehr geringe Energien und es ist meines Erachtens sehr schwierig, weil es so viele verschiedene Teilchensorten sind, die überhaupt aufzufangen und in Energie umzuwandeln. Ja, also wie er da auf die 19 Watt kommt, das kann ich, weiß ich nicht genau. Jetzt ging es ja noch darum, wie kann man diese Energie, wenn sie dann vorhanden ist, auffangen, und er hat dieses Folienprinzip
genannt jetzt gerade. Kann das funktionieren? Also das ist ziemlich kompliziert. Also erstmal hat er gesagt, dass ja diese Folie, das ist eine Graphenfolie, da gab es auch den Nobelpreis dafür, ist eine Monolage von Graphit und wirklich ein ganz besonderes Material. Und das kann in der Tat solche Schwingungen wie so eine Gummimatte ausführen, aber auf der atomaren Skala. Wir reden jetzt über Schwingungen mit Amplituden, die sind unvorstellbar klein, vielleicht eben Angströme oder vielleicht nur ein Bruchteil eines Nanometers. Und dann gibt es dieses Modell, dass diese Graphenschicht zwischen zwei Platten eines Kondensators montiert ist sozusagen und da kann sie schwingen und durch diese Schwingung, wenn man da ein Kondensatorfeld hat, also ein elektrostatischer Kondensator, dann kann man im Prinzip mit dieser Methode Strom gewinnen. Wenn nur diese Folie schwingt und die beiden Kondensatorplatten, die aber auch auf der atomaren Skala, ja, die sind winzig klein natürlich, dass die starr sind. Es darf also nur diese Graphenschicht schwingen, nicht aber die Kondensatorplatten, weil der Abstand soll sich ja ändern. Wenn jetzt die Kondensatorplatten oben und unten, wenn das auch solche Gummimatten sind, dann schwingt einfach alles. Und wenn alles schwingt, dann kann ich keine Energie daraus ziehen. Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Die Hauptschwingung, die wir in unserer Umgebung haben, ist einfach die thermische Schwingung. Also Temperatur ist ja die Bewegung von Atomen. Es schwingt also auf der atomaren Skala einfach alles. Und wenn alles die gleiche Temperatur hat, dann schwingt alles. Also in diesem Bild mit dem Kondensator auch die Platten. Und dann sagt der zweite Hauptsatz aus, dass ich aus einem System, wo überall die gleiche Temperatur ist, kann ich keine mechanische oder elektrische Energie extrahieren. An der Stelle hat mir der Herr Schubert noch geschrieben zur Frage nach dem zweiten Satz der Thermodynamik. Ja, das ist deshalb kein Widerspruch gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, weil die Energiemenge, die die Folie trifft, also Neutrinos und andere Strahlung, in der Leistung klar definierbar ist. Die Leistungseinwirkung nur der solaren Neutrinos beträgt mindestens 19,47 Watt Quadratmeter pro Sekunde. Da ist er ein bisschen höher als du. Dagegen ist unser derzeitiger Wirkungsgrad sogar noch verschwindend gering. Er geht ja davon aus, dass er, ich weiß nicht, 3 Watt ungefähr bis jetzt extrahieren kann. Hat er damit den Widerspruch gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik aufgelöst? In gewisser Weise schon, denn er hat jetzt in dieser Aussage, die ich jetzt gerade noch mal genau gehört habe, hat er ja impliziert, dass nur diese Folie zwischen den beiden Kondensatorplatten von diesen Elementarteilchen oder wo auch immer her diese Vibration bezieht. Also nur die Folie vibriert. Dann hätten wir 2 Temperaturen im System und wenn ich 2 Temperaturen, verschiedene Temperaturen habe, dann kann ich nach dem zweiten Hauptsatz Energie gewinnen. Setzt aber voraus, dass nur diese Folie mit den Elementarteilchen wechselwirkt, also angeregt wird, die beiden Kondensatorplatten, die aus irgendeinem anderen Material bestehen, aber nicht. Und wenn jetzt diese Folie eigentlich eine Sandwichfolie ist, also das heißt, statt der Kondensatorplatten gibt es dann eine äußere Schicht und in der Mitte eine Graphemschicht. Genau, so habe ich das verstanden. Ja. Dann müsste praktisch die äußere Schicht eine andere Temperatur haben oder eine andere Schwingung, ja, ein deutlich anderes Schwingungsverhalten als die innere. Ja, also die Idee wäre, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass er sein Sandwich hat und dass nur diese spezielle Graphenschicht mit den Elementarteilchen, also zum Beispiel dem Neutrinofluss, wechselwirkt. Dann würde nur diese Schicht eben Schwingungen ausführen und dann wäre das Ganze möglich. Nur, dass mir eben die physikalische Grundlage dazu fehlt, dass dieser Neutrinofluss oder irgendwelche anderen Elementarteilchen, dass die nur mit der Graphenfolie wechselwirken. Denn woher wissen denn die Elementarteilchen, dass sie nur mit dieser Kohlenstoff ist das ja, mit dem Kohlenstoff wechselwirken? Eigentlich im Gegenteil, sie wechselwirken viel lieber mit schwereren Atomen. Kohlenstoff ist ja sehr leicht. Unter der Voraussetzung, wie er es sagt, nur seine Folie wechselwirkt mit dem Fluss an Elementarteilchen, dann geht es vom zweiten Hauptsatz. Damit kommen wir jetzt zum Picard. Ihr neueres oder neuestes Projekt, wo Sie mir gestern die Pressemeldung geschickt haben, dass Sie jetzt mit Indien zusammenarbeiten. Ja, vielleicht auch wahrscheinlicher, so wie Elon Musk zum Mars will. Wollen Sie damit mal Auto fahren? Da möchte ich ganz klar sagen, auch jedem, der zuhört, der Mars ist weit. Ich drücke ja Elon Musk die Daumen. Aber das Projekt, was wir machen, das kann sich jeder sehr schnell ganz einfach erschließen. Gucken Sie, jetzt Frühling, die Sonne scheint ein bisschen. Die braucht nur ein bisschen Schein. Wir haben draußen ja noch keine 20 Grad. Fassen Sie auf Ihr Autodach, das wird 40 Grad oder 60 Grad. Der Einfluss elektromagnetischer Wellen und der Neutrinos erzeugen die Wärme. Und beim Verbrennungsmotor steigen Sie ins Auto, Sie machen den Motor an, Sie machen die Klimaanlage an, ist Ihnen ja zu warm, Sie machen das Fenster runter. Das heißt, es manifestiert sich in dem Körper, in dem Fahrzeugkörper, in der Karosserie, im Innenraum eine unglaubliche Menge an Energie. Und jetzt müssen wir die zurückverwandeln in Strom. Und das ist genau das, was wir mit der Neutrinozelle machen. Diese ganze Wärme drückt sich aus in Mikrovibration. Und in einer Stunde
Herr Bücklein, in einer Stunde sammelt Ihnen Ihre Karosserie so viel Energie ein, dass Sie da locker 100 Kilometer mit fahren können, ohne dass Sie Strom aus der Steckdose brauchen. Und das Also die Karosserie ist dann praktisch aus dem Neutrino-Material gebaut. Ja, ein Teil davon, Sie brauchen ja Stabilität, das muss ja, ich sage mal, ein starker, stabiler Body sein. Sie wollen ja mit dem Auto fahren. Weil es gibt ja die Versuche, ich glaube, es gibt es immer noch nicht, das Sono Sion von Sion, dieses Auto mit den Solarzellen drauf. Aber da dachte ich, dass man mit der Energie von Sonnenenergie von einem Tag 30 Kilometer fahren kann. Ja, aber gucken Sie, das ist ja genau das Problem. Die Sonnenenergie, wenn wir kein Licht haben, haben wir keinen Strom. Und was haben wir noch? Wir haben nur 2 Quadratmeter, 3 Quadratmeter Oberfläche vom Auto. Das ist das, was Sie dem Licht entgegenhalten können. Aber jetzt habe ich Ihnen ja gesagt, wir haben nicht diese Dimension 2, wir haben die Dimension 3. Das heißt, wir gehen in der Karosserie in die Tiefe. Das heißt, der gesamte frei bleibende Hohlraum, alles, was sich anbietet, wird in den Wandlungsprozess mit einbezogen. Das Auto parkt auf der Straße und sammelt in einer Stunde mal für 10, 20, 50 oder gar 100 Kilometer Reichweite ein. Und wo speichert es die? Genau, wir machen eine kleine Pufferbatterie, auch wieder für den Peak, wenn Sie beschleunigen wollen. Aber das Ziel muss sein, auch wieder die Balance zu finden. Gerade Indien, und das ist jetzt für uns das Partner, die Partnernation, in Großstädten wie Mumbai zum Beispiel oder auch in China, in Guangzhou, Beijing, da ist die Durchschnittsgeschwindigkeit im Traffic Jam auf 6, 8 Spuren weniger als 9 km/h pro Stunde am Tag in den urbanen Zentren. Okay. Das heißt, Sie brauchen keine 100 kW, 200 kW, 500 kW, so wie wir das heute kennen, sondern schmale Reifen, geringer Luftwiderstand, intelligentes Power Management beim Bremsen genauso verwenden wir dafür, dass wir Fahrleistungen davon bekommen. Haben Sie einen zeitlichen Horizont für diese ganze Geschichte? Wann werde ich denn P-Car fahren können? Dieses Jahrtausend? Dieses Jahrhundert? Natürlich. Also das P-Car, der Dr. Vibhai Bhatkar, übrigens einer unserer Beiräte aus dem wissenschaftlichen Beirat, der Creator des Param Supercomputers Indien, einer der führenden Supercomputer der Welt. Wir haben gesagt, wir wollen innerhalb der nächsten 3 Jahre, wollen wir dieses Auto auf der Straße haben. Das ist unser Auto, das ist der Prototyp. Das ist der Prototyp, den wir der Welt zeigen. Wir versuchen, dass wir dieses Jahr in die Expo 2021, die fängt im Oktober an in Dubai, einfach mal eine Studie schon mal bringen, dass man sich schon mal vorstellen kann, wie es aussieht. Wir haben ein großes Budget. Da bin ich auch dankbar denjenigen, die da jetzt mitmachen, mit den besten und hellsten Köpfen und Ingenieuren Lösungen zu finden. Sie haben gerade eben gesagt, dass so und so viele Milliarden da im Spiel sind. Ist das mit dieser indischen Kooperation und was genau, mit wem kooperieren Sie da? Wir kooperieren mit dem sogenannten CMET, also C-MET. Das ist ein Institut, vergleichbar für Fraunhofer-Institut, beispielsweise in Deutschland, oder Max-Planck-Gesellschaft. Das ist eine 100% Tochter der indischen Regierung. Und wann geht das los oder seit wann ist diese Kooperation jetzt? Also die Kooperation besteht seit letztem Jahr. Wir haben aber jetzt vor 14 Tagen den Vertrag unterschrieben. Das heißt, es ist jetzt eine offizielle Kooperation. Deshalb ist es jetzt auch erst in die Medien gegangen. Wir lassen die Öffentlichkeit die Teilergebnisse sehen. Die Öffentlichkeit kann sich selbst ein Bild machen. Die Öffentlichkeit kann es für sich selbst nachvollziehen. Ein P-Auto, ein P-Car, das würden die Leute verstehen, da bin ich mir ganz sicher. Erstmal herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es war mir eine große Freude und ich hoffe, dass wir ein paar von den Missverständnissen aufklären und viele Freunde finden, die das Thema unterstützen. Vielen Dank, Herr Schubert. Herr Bücklein, vielen Dank. Jetzt sind wir bei diesem P-Car und ich finde dieses Bild eigentlich ganz schön von so einem heißen Auto im Sommer, ja, wo in allen Teilen Energie gespeichert ist. Und das kennen wir ja vom Prinzip Kirschkernsäckchen. Im Grunde ist es ja schon so. Oder die Kartoffeln, die man früher ins Bett gelegt hat, ganz, ganz früher, ja, die heißen. Kann man denn daraus keine elektrische Energie machen? Also ich glaube nicht. Und zwar würde ich da gerne aus meiner Vorlesung ein Beispiel bringen. Und das ist die molekulare Ratsche. Wenn wir ein Gas haben, Gas ist einfacher als ein Festkörper. Wir nehmen jetzt ein Gas in einem festen Volumen und das ist meinetwegen sehr heiß. Dann gibt es in so einem heißen Gas, das meinetwegen ein atomares Gas ist, wie Argon, da gibt es also schnelle und langsame Argonatome und die fliegen in alle möglichen Richtungen. Und dieses Gedankenexperiment der molekularen Ratsche ist ein Rad wie so ein Wasserrad. Und wir haben jetzt meinetwegen eine Platte, die ist auf einer Achse montiert und kann sich drehen. Sie kann sich aber nur in eine Richtung drehen, weil da eine Ratsche ist. Das kann
kann also nur rechts rum drehen und links rum geht nicht. So, und jetzt wird diese Prallplatte mal von hinten und mal von vorne getroffen. Wenn sie von hinten getroffen wird, dann kann sie nicht drehen, sondern bleibt stehen. Wird sie von vorne von einem Atom getroffen, dann dreht sie sich. Und die Idee ist, dass ich dann durch diese vielen, vielen Stöße mit den Argonatomen dann netto eine Drehung hinkriege. Das heißt, ich hätte thermische Energie dieses Argons in eine Drehbewegung mechanische Arbeit umgewandelt. Aber dabei nur ein Wärmereservoir, nämlich dieses Argongas. Und dieses Gedankenexperiment steht im Widerspruch zum zweiten Hauptsatz und es geht nicht. Und dieses heiße Auto, was du gerade geschildert hast, mit dieser Folie, egal was das für eine Folie ist, das ist dasselbe Gedanke. Wir haben ein heißes thermisches Reservoir und wollen einen Teil der Wärmeenergie in mechanische Arbeit umwandeln. Und das geht prinzipiell nicht. Das ist die Aussage des zweiten Hauptsatzes, weil da immer ein konzeptioneller Fehler drin ist. Dann wäre zum Schluss noch die Frage an den Physikprofessor, gab es denn auch schon mal Gewissheiten der Lehrbuchphysik, die sich dann hinterher doch als falsch erwiesen? Ich muss sagen, wenn jemand die Möglichkeit findet, aus einem heißen Auto, einfach weil es heiß ist, so viel Energie zu ziehen, dass ich da also nicht vielleicht bloß eine Leuchtdiode, sondern am Ende sogar Bewegungsenergie draus ziehen kann, dann wäre ich ja begeistert. Wir suchen als Physiker, alle Wissenschaftler und Ingenieure suchen verzweifelt nach Methoden der Energiegewinnung, die umweltfreundlich sind. Und wenn es eine solche Methode gäbe und es wäre einfach nur eine Plastikfolie, die ich überall in mein Auto reinkleben würde. Da wären wir begeistert. Ja, vielen Dank, lieber Gerd. Wenn ihr von ihm noch mehr sehen wollt, es gibt einen Kanal von ihm, den ich euch auch hier verlinke. Ich hoffe, ihr fandet diese Gespräche ebenso interessant wie ich. Dann lasst mir bitte unbedingt ein Like da und ein Abo, das ist sehr wichtig. Und kommentiert gerne unten, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad. Und tschüss.